Ah, gut. So schnell hast du dich erholt mit deinem Bein? Der hat hier eine Kettensäge reingerammt und jetzt stehst du wieder wie eine Eins. Oh mein Gott. Was war das für eine Scheiße? Ach du meine Güte. Schnell, 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 lieber weg. Korridor ist nicht sicher, Korridor ist nicht sicher. Nein, Mann, nein, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Da ist die richtige Richtung, da ist die richtige Richtung. Da muss ich hin. Joseph. Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Gut. Fallen! Fallen! Kapitel 1. Überlebt. Überleben kann man es nicht mehr nennen. Ach du meine Güte. Okay, ich werde jetzt erstmal das Spiel speichern. Ist besser. Oh. Gesamtspielzeit. War mir sicherheitshalber ein bisschen mehr. Ich weiß, dass es schlimmer wird. Dann auf zum nächsten Kapitel.
Wenn du zu wenig Gesundheit hast, kannst du nicht sprinten. Okay, ja, das ist verständlich. Vorsicht vor Fallen auf dem Boden. Entschärfe sie, wenn du viele findest. Es gibt Fallen. Wo bin ich jetzt hier? Hier redet keiner, also kann ich ja doch hin, oder? Ist hier bloß alles hier verschwommen? Hallo, Krankenschwester, was ist denn los? Herr Doktor? Können Sie mir was sagen dazu? Ich habe einen ganz verrückten Traum, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder auch nicht. Hallo? Ist hier noch jemand? Schwester? Doktor? Alles okay? Wo bin ich hier? Oh oh. Wer bist du? Wo bin ich denn? Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt unerklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Was ist das hier? Ui. Was ist das denn für ein experimentelles Zeug? Was ist los? Hallo? Jemand da? Wo bin ich denn hier? Scheint noch ganz schön viele Ungeziefer zu geben. Sind wir wahr? Schwester! Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Was? Schwester? Hier gibt's nichts. Wo bin ich denn? Diese Zeichen. Scheinen wohl okkulte Zeichen zu sein. Seltsamerweise. Irgendwo habe ich dieses Zeichen aber noch in anderen Spielen gesehen. Das weiß ich zu 100% noch. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Was? Wenn Sie sich nicht eintragen. Na gut. Annehmen. Speichern wir halt erstmal hier noch schön. Können wir ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren? Hier entlang bitte. Echt gut geregelt. Vielen Dank, Schwester, aber wo gehen wir jetzt hin? Schwester! Riecht wie Medizin. Kriege ich Medikamente? Was gibt's denn für eine schöne Dröhnung? Oh, bitte sehr viel, bitte. Jetzt wird mir das Zeug angezeigt, aber es ist bloß ein Stuhl. Entspannen Sie sich. Da ist bloß ein Stuhl. Bitte setzen Sie sich. Na gut. Ich setz mich hin. Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Stopp! Mit grün G kannst du die Parameter einzelner Fähigkeiten verbessern. So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Hm.
Schwester? Ich warte auf Sie. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Ja gut, war das jetzt, wo bist du? War das jetzt ein Traum oder was war das? Ah, Spritze! Ja, es gibt Spritzen! Die Herkunft des Medikaments ist der in dieser Reisespritze ist unbekannt. Aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Ja, jetzt gibt's wieder Spritzen! Connelly. Rücken. Achso, maximal zwei? Das sind ja Geizhälse hier. Na gut. Ui. Die Leber. Ich hätte gern ein bisschen Waldmeisterkreuze. Schön lecker und schmackhaft. sonst noch irgendetwas eigentlich? Ach so, kann man rennen. Eins kann man rennen, das wurde mir nie gesagt. Okay, das Tutorial war auch dafür da, dass ich nicht rennen soll. Gefühlt. Wo muss ich eigentlich hin? Da ist es viel zu dunkel, da gehe ich glaube ich nicht hin. Hier ist irgendwas. Nahkampfangriff? Was, wie soll das helfen? Wofür? Kisten! Noch mehr Gehirnglibber! Ui, lecker Schmecker. Das pfeife ich mir alles nachher rein. Aber wo muss ich jetzt überhaupt hin? Wenn ich in die Richtung gehe, bleibt es doch dunkel, oder? Achso, hier geht's nicht weiter. Eine unsichtbare Wand. Okay, du bist Polizist. Du müsstest eigentlich ein Ausdauerläufer sein. Wieso hast du so wenig Alter. Okay. Unser feiner Herr hier hat Asthma, so wie es aussieht. Kann nicht so lange sprinten. Ja. Dann sieht schlecht aus für dich. Das sieht nicht gut aus. Ganz und gar nicht gut aus. Connelly. Ach du Scheiße, Mann. Warte mal, was? Warte mal, erzielen, treffen. Das Zielen ist übelst anstrengend hier. Mein Gott, Connelly. Ach du Scheiße, was ist mit dem passiert? Hallo? Hallo? Was ist mit dem passiert? Den scheint es ja übelst erwischt zu haben. Ist noch so irgendjemand? Warte mal. Da ist der Revolver. Maximal 10? Dich werden wir hier noch auf Vordermann bringen müssen, so wie es aussieht. Alter, du kannst hier irgendwie rein gar nichts. Munition muss man immer gut dabei haben. Hast du keine Tasche eigentlich bei dir, wo du Munition sparen kannst?
Leichenschändung als erstmal noch hier betreiben. Weg damit, weg mit den Viechern, weg mit den Viechern. Na gut. Aber munitionstechnisch sieht nichts gut aus. Achso, Laterne gedrückt halten. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Es sieht storyrelevant aus. Ich nehme mir aber Gehirnglibber mit. Damit schalte ich ja Fähigkeiten frei. Fähigkeit brauche ich auch, um hier durchzumarschieren. Ah, die Lore geht nicht kaputt, schade. Ey, Leslie! Tut weh, tut weh. Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus, 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 Krankenhaus! Verdammt nochmal. Gegenstände erhalten. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Schön, dass ich die noch nicht habe. Schön, dass es einen Hinweis dazu gibt. Sie werden im Inventar verwendet. Also es gibt eine Armbrust hier. Schön. Weiß ich, sehr schön. Zu schön, um zu sein. Okay. Hab schon herausgefunden, wie man sprintet. Streichhölzer benutzen. Ich weiß nicht, seit wann ich Streichhölzer habe, aber Steuerung, Information. Nähern Sie sich einem am Boden liegenden Gegner und drücken Kreis, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennende Dinge. Warte mal. Ich habe aber kein Streichholz. Ah, Streichholz. Und Kreis. Das war aber, glaube ich, gar kein Gegner, oder? Naja, schade. Gehirnglubber nehme ich gerne mit. Hallo? Kann ich springen? Oder sowas in der Art? Sowas in der Art. Ich kann drauf gehen, wenn ich Glück habe. Das ist schön. Also Streichhölzer werden sehr gut sein. Das ist schon mal schön zu wissen, aber ein Pistolenschuss, ich fühle mich nicht sicher. Und es sieht so aus, als ob jemand beim Kacken gestört wurde. Aber ganz schön. Ist doch kein Plumpsklo. Schwester! Schwester! Was ist denn hier los? Das auch grad, man hat gerade eben die Schwester gesehen. Okay, was ist denn das hier? Tagebuch von Sebastian Castellano. Und das sind wir sogar. Okay, endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detektiv Sebastian Castellano. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detektiv kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sag ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrecher ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen.
Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Ja gut. Spiegel, es zeigt mir das Licht an. Ich soll ins Licht gehen. Und das war eine der Warnungen. Was? Schon wieder hier? Ui. Ich verliere den Verstand. Nicht nur du. Ich habe noch meine Waffe hier, also ich kann mich verteidigen. Das ist schön. Da ist was. Da, also, hier ist nichts. Das ist genau dieser Spiegel gewesen. Oh, da komme ich wieder zurück. Ich will jetzt erstmal hier drin bleiben. Ich will jetzt erstmal lieber in Sicherheit sein. Schön in Sicherheit. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht? Bei meiner Schwester. Doch, mir geht's hervorragend. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie mich hier so schön aufgenommen haben. Und da speichern wir auch mal gleich den. Ist andere. Yep. Ist ja nicht viel passiert in der Zeit. Sind ja nur ein paar Minuten. So. Wie könnte ich dich nennen? Also die ganze Zeit Schwester zu rufen, das wäre auch ein bisschen dämlich. Hast du einen Namen zufällig? Ey, was ist das hier? Leslie vermisst. Leslie Winters. Oder Riff. Richards. Ah, nee, Richard. Der Psychiatriepatient Leslie Richards verschwand aus einem abgeschlossenen Zimmer in der Beacon Nervenklinik. Oh ja, immer diese Kliniken. Da ist auch ein Spiegel. Immer diese Spiegel heutzutage. Aber was ist das hier überhaupt für ein Ding genau? Der sieht jetzt anders aus. Vorher war es ein Sessel, jetzt ist es ein Rollstuhl. Kann ich das Ding auch mitnehmen? Das sieht so praktisch. Das kann man doch die ganze Zeit rumschieben. Da muss ich nicht ständig her. Obwohl, das ist mein Zeichen. Also, so gut ist es eigentlich auch. Waffen, Fitness. Tragekapazität von Gegenstände, Fitness. Ich glaube, das war besser, oder? 2500, ach du meine Güte. Mhm. Warte mal, ich kann bloß 5 Streichhölzer mitnehmen. Das ist nicht gut. Was haben wir hier? Lebensanzeige. Kann ich nicht machen. Ich kann rein gar nichts machen. Also da brauche ich überhaupt nichts anzufangen. Feuerrate der Pistole. Ich habe bloß bisher die Pistole. Ich könnte die verbessern. Nachladezeit. Ich habe die bisher noch nicht ein einziges Mal nachgeladen, weil ich... Es geht bis Stufe 5. Geht auch bis Stufe 5. Ich habe noch nie etwas von Granaten gehört. Also nehme ich jetzt erstmal Streichholz. Könnte ich auch noch bezahlen. Oder? Ich brauche mehr Muni. Jeder weiß, ich würde lieber Muni gerne vorziehen. Das kostet alles. Warte mal, hier hat irgendetwas richtig viel. Doch nicht. Aber 5000 für Spritzenwirkung. Alter! Da kriege ich jetzt schon mal Probleme. Das geht bis Stufe 5. Eieiei. Wofür eigentlich dann das Anfangsmenü, will ich dann bitte gerne wissen. Wofür hätte ich die Lust, Katharina zu nennen? Wenn ich deinen Namen herausfinde, dann benutze ich den. Aber solange bist du für mich Katharina hier. Dann bis später.